Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Diesmal wieder mit News zu einem wiederkehrenden Event. Und zwar das Crossover-Event mit Dragon Quest. Hier ist X. Ist egal. Das ist einfach mit Dragon Quest. Ist nicht speziell Dragon Quest 10 mit gemeint. Gab's schon mal. Ich glaube, ich habe es zwei. Zweimal selber mitgemacht. Ich weiß nicht, ob es öfter gab. Wieder, es gibt ein paar Kleinigkeiten. Wir bekommen ein Pet und zweimal Kopfdeko. Einmal, wie hieß das? Genau, Rohlingsmaske und einmal den Schleimkönig Krone. Sieht man ja natürlich hier, wie das dann aussieht. Wer sich denn der Dragon Quest Lore auskennt, kennt das natürlich auch. Das Ganze wird sein vom 2. Juli um 10 Uhr wird gespawnt, das Event, und wird dann bis zum 27. Juli gehen um 16:59 Uhr. Das Ganze startet Nahalt Kreuzgang. Hier seht ihr die Markierung, wo dann der NPC zu finden sein wird. Und da holt ihr euch einfach die Quest. Dann habt ihr verschiedene Gebiete, in denen ihr hier einen Fate, der Steingolem aus einer anderen Welt, machen müsst. Oder der Goldgolem aus einer anderen Welt. Das ist praktisch, ihr macht den einen fertig und dann müsste der nächste direkt danach spawnen. Wir haben verschiedene Spawnorte für den Fate, je nachdem welcher gerade aktiv ist, da geht ihr einfach hin. Hier haben wir immer zentral Tanalan, also vom Kohlenstaubbahnhof runter. Unteres Lanosea. Ja, da kommt ja sogar so unten aus Limsalulimensa raus. Oberes Lanosea. Ist das Bronzesee? Teleporter, ja, Bronze, Camp Bronzesee Teleporter, kann man da einfach hin. Oder wenn ihr das im tiefen Wald machen müsst, gut, Zwieselgrund Teleporter einfach runter. Oder Herbst Kürbissee Teleporter und dann von da einfach runter. Ihr seht also, es in allen drei Starter Gebieten ist, dass das heißt, ihr müsst zwar zum Annehmen nach Tanalan, aber danach könnt ihr in eure Lieblingsregion gehen und den Fate da suchen. Und das war's im Prinzip schon. Ihr macht halt diese zwei aufeinanderfolgenden Fates, berichtet dann für die Quest und dann müsst ihr sehen. Ich glaube, man hat die Sachen so bekommen. Genau. Dieses Ereignis hat in der Vergangenheit schon stattgefunden. Wenn ihr den Auftrag schon abgeschlossen habt, könnt ihr ihn nicht noch einmal annehmen. Das heißt, so wie ich brauche es nicht nochmal machen, aber natürlich für alle, die neu sind, die halt erst mit dem Level 70 bis 80 Content zugekommen sind, die es noch nicht mitgemacht haben, die können sich hier natürlich neues Pet holen und zweimal Kopfdeko. Ja, und das war es dann auch schon. Nur so eine kleine Ankündigung, dass dann noch mal was kommt, bevor der Patch, bis der nächste Patch am Start ist. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.